Dicht an Brasiliens Grenze liegt das Städtchen Pacaraima im Belagerungszustand. Die Armee soll hier die Grenze zu Venezuela sichern. Überall sind Soldaten, ständig laufen sie Patrouille. Der massive Ansturm venezolanischer Flüchtlinge stört die Ruhe in der friedlichen Region. Hier zu patrouillieren ist sehr kompliziert. Es ist wie ein Dschungel. Aber von hier aus hat man eine sehr gute Sicht auf die Stadt hinter uns und auf den Hügel mit dem großen Strom an Menschen. Wir durchsuchen alle, die da durchkommen, besonders die mit Rucksäcken oder Koffern. Natürlich wird jeder vom Zoll überprüft. Da drüben, sehen Sie? Aber es gibt auch Schmugglerpfade, die sind sehr schwer zu kontrollieren. Da kommt viel Illegales durch. Es ist einfach. Die müssen nur die Grenzkontrolle umgehen. Seit mehreren Wochen hat Leutnant Mark Luft den Befehl, jeden zu kontrollieren, der ihm verdächtig erscheint. Pacaraima wurde zum Haupttor für venezolanische Flüchtlinge nach Brasilien. Die Stimmung der 12.000 Einwohner erscheint wie zum Zerreißen gespannt. Ihre Wut richtet sich vor allem gegen die Flüchtlinge aus Venezuela. Diese Einwanderung macht der Region eine Menge Probleme. Und sicher führt das unter den Brasilianern zu einiger Unruhe. Heute hat die Armee die Lage unter Kontrolle. Aber es kommen immer noch mehr Flüchtlinge. Sie haben kein Geld, um weiterzureisen. Also hängen die meisten hier fest, unter elenden Umständen. Die Wut der Bürger von Pacaraima könnte schnell wieder aufflackern, fürchtet die Armee. Wir können keinem verbieten, auf den Straßen unserer Stadt herumzulaufen oder zu schlafen. Es gab eine gewaltsame Kundgebung, aber das war eine Ausnahme. Nun kommen die Venezolaner allmählich wieder zurück. Gewalt gab es noch keine, weder auf Seiten der Brasilianer noch bei den venezolanischen Flüchtlingen. Innerhalb weniger Wochen ist die Bevölkerung von Pacaraima um 10% gestiegen. Der Unmut nimmt immer mehr zu. João Kleber ist Vorsitzender des Händlerverbandes und auch Sprecher der aufgebrachten Einwohner. Das Geschäft dort wurde dreimal ausgeraubt. Das Gegenüber auch. Der Laden da war mal ein Handyshop, der wurde fünfmal ausgeraubt. Hier schliefen sie noch bis vor kurzem auf der Straße, nahe den verschlossenen Läden. Einige haben sie geknackt und die Ware geklaut, wie auch bei der Apotheke da hinten. Der Angriff auf einen seiner Freunde, einen Lebensmittelhändler, wenige Tage zuvor ließ die Lage eskalieren. Ein Einbruch hätte Raimundo, 55 Jahre, fast das Leben gekostet. Er beschuldigt die Flüchtlinge. Sie schlugen mir ins Gesicht. Sie verbrannten mich, folterten mich. Hier die Verletzung an meinem Fuß. Als ich mich verteidigte, da haben sie mich geschlagen. Da. Und da auch. Sie haben mich gewürgt und ich wurde ohnmächtig. Ich habe so viel Blut verloren. Das waren vier Venezolaner, die sprachen Spanisch, kein Zweifel. Und selbst wenn die Banditen geschnappt werden, die Raimundo das angetan haben, dann müssen wir, die Brasilianer, ihre Haft finanzieren, von unseren Steuern. Da kostet jeder Einzelne mehr als unser Mindestgehalt. Und Opfer von all dem ist in erster Linie die Bevölkerung. Wir können nichts tun. Wenn wir uns wehren, werden wir behandelt wie Ungeheuer. Und doch hat bisher noch kein Brasilianer einen Venezolaner getötet. Umgekehrt allerdings schon. Also wer ist dann hier das Opfer? Sagen Sie mir das mal. Der Angriff auf Raimundo verbreitete sich in den sozialen Netzwerken und zog eine Welle von Gewalt nach sich. Schnell geriet eine Kundgebung der Bewohner zum Aufruhr. Alles ist blockiert. Keiner kommt nach Pacaraima hinein oder heraus. Sehen Sie mal, die venezolanischen Banditen, die sind alle bewaffnet. Als Vergeltung griffen die Bewohner die provisorischen Camps der Flüchtlinge an und verbrannten alles.
In Pakaraima herrscht Chaos. Das ist ein Bürgerkrieg. Die Kundgebung ist außer Kontrolle. Die Bewohner filmten die Szenen mit ihren Handys. Die Venezolaner werden vertrieben. Ihre Habe wurde verbrannt. Über die sozialen Netzwerke gehen die Bilder um die Welt. Über 1000 Venezolaner waren gezwungen, Brasilien zu verlassen, unter den Augen einer johlenden Menschenmenge und den Gesängen der brasilianischen Nationalhymne. Angesichts der Krise verhängte die brasilianische Regierung hier den Ausnahmezustand. Die Bewohner fordern die Schließung der Grenze. João Kleber zeigt uns, unter welchen Bedingungen die Venezolaner hausten, die wieder zurück in ihre Heimat vertrieben wurden. Sehen Sie mal, alles verlassen. Da ist noch nicht mal eine Tür. Das Vorhängeschloss da ist zu nichts mehr nütze. Ohne jede Hilfe von der brasilianischen Regierung lebten die Flüchtlinge in bitterer Armut. Die Leute schliefen auf der Straße. Und weil es keine Toiletten gab, kamen die hierher, sich selbst überlassen. Der Gestank ist unerträglich. Der Nachbar ist ein evangelikaler Pastor. Auch er bedauert das Verschwinden der Venezolaner nicht. Und er verteidigt die Bewohner von Pacaraima gegen den Vorwurf des Fremdenhasses. Die Kundgebung war eine hervorragende Sache. Sie hat dem brasilianischen Staat und auch der internationalen Presse die Augen geöffnet, was die Bewohner von Pacaraima da durchmachen. Ich habe 9-mal Klage eingereicht wegen Einbrüchen in meiner Kirche. Ich lebe neben der leerstehenden Polizeistation da. Diebe sind das, alle Venezolaner. Die sind da rein, klauten Motorrad und Autoteile, schissen in Plastiksäcke und ließen die rumliegen. Der Gestank, ihre Abfälle, das haben wir jetzt alles vor der Nase. Das ist nicht einfach, wenn man in Pacaraima lebt. Trotz der Gefahr, erneut gelyncht zu werden, überqueren die Venezolaner weiterhin die Grenze. Zu Hunderten, Tag für Tag, Männer, Frauen, Kinder. Die Armee hat nun das Kommando. Sie empfängt alle Migranten an der Grenze und teilt sie auf. Hier lang, nur wer geimpft ist. Alexander ist 23. Er kam vor ein paar Monaten nach Brasilien. Er hat jetzt einen Job. Heute sieht er seine Freundin Andrea wieder. Und seinen wenige Monaten alten Sohn. Auch sie verließen Venezuela. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Zum ersten Mal trifft mein Sohn seinen Vater. Ich musste weg, wie alle meine Freunde auch. Ich musste doch für meinen Sohn sorgen. Und jetzt habe ich Geld und hole sie ab. Bei meinem Abschied war meine Frau im 7. Monat schwanger. Ich musste sie in Venezuela zurücklassen. Anfangs überforderte der Ansturm der Flüchtlinge die Armee. Jetzt hat sie Aufnahmezentren eingerichtet. Andrea und Alexander werden lange verhört. Nun überprüfen die Soldaten die Ausweise. Als Flüchtlinge haben sie das Recht, eine Aufenthaltserlaubnis zu beantragen. Beim ersten Mal war das viel schlechter organisiert. Die Warteschlange war riesig. Und das hier war alles nicht da? Nein, ich habe mit den anderen Flüchtlingen auf der Straße geschlafen und gewartet, bis ich dran bin. Die Armee hat Order, die Flüchtlinge auf andere Regionen in Brasilien zu verteilen. Doch zurzeit ist das Programm nur für knapp 1000 Menschen ausgelegt. Alexander will so bald wie möglich wieder weg aus Pacaraima. Ich bin aufgeregt. In Brasilien war ich noch nie. Eigentlich verlasse ich mein Land Venezuela zum ersten Mal. Und ich weiß nicht, wie man mich hier aufnimmt. Die Brasilianer halten alle Venezolaner, die in Pacaraima bleiben, für Diebe. Aber wir haben noch alle einen Beruf und suchen einfach nur einen Job. Keiner kann sich vorstellen, in welch großen wirtschaftlichen Problemen wir stecken. Von uns hängt das Überleben von Menschen in Venezuela ab.
Letzte Etappe vor dem Betreten des brasilianischen Territoriums. Das Impfzentrum. Viele bringen Krankheiten mit, die in Brasilien schon ausgerottet waren, wie zum Beispiel Masern. Denn Impfstoffe dagegen gibt es drüben in ihrem Land keine mehr. Alexander und Andrea hoffen, dass ihr Sohn in Brasilien aufwächst. Dennoch und trotz alledem ist Brasilien nicht auf einen steten Zustrom von Flüchtlingen eingestellt. Schon jetzt ist die Region überlastet. Ohne Geld hängen die meisten Flüchtlinge in Pacaraima fest. Kleine Gemeinden haben sich organisiert. Diese Unterkunft nimmt venezolanische Eingeborene auf. 2016 kamen sie als erste nach Pacaraima. 500 Menschen, Frauen, Kinder und Alte, leben von einem Essenskorb, den einmal pro Woche eine Hilfsorganisation der Vereinten Nationen liefert. Hier lebt auch Jesus. Er ist 34, ein Lehrer aus dem Norden Venezuelas. Vor 7 Monaten kam er mit seiner ganzen Familie hier an. Das ist die Hängematte, darin schlafen meine Frau und ich. Das daneben ist die von meinen Schwiegereltern. Und hier verstauen wir unsere Sachen und das Essen. Das ist Weizenmehl, das heben wir auf. Alle zusammen leben sie in dieser Halle, ohne jede Privatsphäre. Und sie wissen, in Brasilien sind sie nun nicht mehr sicher. Nach dem, was den Venezolanern in Pacaraima widerfahren ist, haben auch wir Angst, auf der Straße herumzulaufen. Sobald einige uns sehen, beleidigen sie uns. Die meinen, ihr seid keine Brasilianer, geht doch nach Hause und arbeitet dort. Die sollen sich doch mal in unsere Lage versetzen. Wir wollen denen doch nichts Böses hier. Wir wollen nur ein Mindestmaß an Lebensqualität. Wir mussten hierher kommen. In Venezuela wären wir vor Hunger gestorben oder an irgendeiner Krankheit. Die brasilianische Armee hat versprochen, provisorische Unterkünfte zu bauen. Fertigbauten mit 500 Plätzen. Bis es soweit ist, schlafen die Flüchtlinge im Freien. Frühmorgens treffen sich alle hier. In dieser Gemeinschaftsküche. Der Einzige, der ihnen seit dem Beginn der Krise hilft, ist Jesus Bobadilla, ein 77-jähriger Priester. Seit über einem Jahr versorgt er die Flüchtlinge mit Frühstück, 1500 Brötchen und Kaffee. Wenn die Venezolaner sich gezwungen sehen, über die Grenze zu kommen, dann vor lauter Hunger. Tödlichem, verzweifeltem Hunger. Da muss man ihnen doch helfen. Für viele bleibt es die einzige Mahlzeit am Tag. Priester Jesus bekam mit, wie in seiner Stadt die Gewalt ausbrach. Er weiß, dass sehr viele Bürger sich heute gegen die Aufnahme der Flüchtlinge wehren. Diese Hilfsbereitschaft an der Grenze könnte noch gefährlich werden. Die halten mich für verrückt, für einen Kommunisten. Wer Fremden hilft, ist für die der Feind. Ich verstehe nicht, wie Brasilien als Einwandererland und weltweites Vorbild für gelungene Zuwanderung jetzt so eine erschreckende Haltung an den Tag legen kann. Zum Ausgleich für die unzureichende Hilfe der brasilianischen Regierung hat der Priester eine kleine Schule eröffnet. Geleitet wird sie von diesem jungen Lehrer. Sie unterrichten auf Portugiesisch, Spanisch und in der eingeborenen Sprache. Viele brasilianische Schulen nehmen keine venezolanischen Schüler auf. Angeblich gäbe es nicht genug Platz, obwohl sie nach brasilianischem Gesetz verpflichtet wären, jedes schulpflichtige Kind aufzunehmen.
Doch sie halten sich nicht daran. Also haben wir eben eine Schule für diese Kinder eröffnet. Ansonsten treiben die sich nur auf der Straße rum. Das hat die Leute hier gestört. Einige gingen sogar betteln. Wenn diese Kundgebung den Flüchtlingsstrom stoppen sollte, das ist gescheitert. Aber immerhin hat sie auf die unzumutbaren Zustände aufmerksam gemacht. Jetzt sind die Behörden am Zug. Es werden noch mehr Flüchtlinge kommen. Die Krise in Venezuela geht weiter. Hier bleibt die Lage auch kritisch. Nichts hat sich geändert. Was sich ändern muss, ist die Einstellung der brasilianischen Behörden. Sie müssen diese Gewalt in den Griff bekommen. Diese drückende Atmosphäre hier in Pacaraima. Dagegen können weder die Venezolaner etwas ausrichten, noch die Brasilianer. Das ist Sache der hiesigen Behörden. Kapitulieren vor dem fremden Hass in seiner Stadt, das will der Priester Jesus nicht. Mittlerweile ist die Flüchtlingsfrage ein Hauptthema der Präsidentschaftswahlen in Davon profitieren die Rechtsextremen mit ihrem Kandidaten, dem offen chauvinistischen, schwulen und frauenfeindlichen Jair Bolsonaro, der neue Favorit. Am populärsten ist er in der Grenzregion zu Venezuela. Wir werden diese ganze Bande von Linken niedermähen. Die Leute müssen das Recht haben, Waffen zu tragen. Bei einem Auftritt wurde er niedergestochen, blieb aber Präsidentschaftskandidat und macht weiter Wahlkampf. Politik ist bei den Bolsonaros Familiensache. Als ihr Vater im Krankenhaus lag, setzten die drei Söhne seinen Wahlkampf fort. Die Regierung muss Verstärkung schicken und ein Flüchtlingscamp bauen und kein Konzentrationslager. Das ist etwas ganz anderes. Das wäre das Projekt eines Diktators. In Rio de Janeiro, der Hochburg Jair Bolsonaros, ist der Wahlkampf in vollem Gange. Offen prangern seine Anhänger die Anwesenheit von Flüchtlingen im Land an. Unter ihnen sind sehr viele junge Leute. Angelo ist 19. Er studiert Wirtschaft und ist einer der Organisatoren dieser Kundgebung. Sie sind das neue Gesicht der brasilianischen Rechtsextremen. Guten Tag, darf ich einen Bolsonaro-Sticker draufkleben? Nein, tut mir leid, aber da, wo ich wohne, lieber nicht. Die Tore unseres Landes müssen offen bleiben, aber nicht für jeden X-Beliebigen. Wir müssen kontrollieren, wer kommt und ganz besonders, wer bleiben darf. Das ist Flavio Bolsonaro, einer der Söhne des Präsidentschaftskandidaten. Auch er engagiert sich im Wahlkampf, er will Senator werden. Sie werden eine bessere Regelung einführen, mit mehr Soldaten an jedem Grenzübergang. In Europa habt ihr doch auch eine Flüchtlingspolitik eingeführt und Grenzkontrollen, damit keine Verbrechen oder Anschläge geschehen. Die Rechtsextreme führt in den Umfragen. Viele sehen sich offen nach der Diktatur zurück. Sie fordern die Schließung der Grenzen. Man muss auswählen, wer einwandern darf. Die Venezolaner haben sogar unsere Fahne verbrannt. In unserem Land, das kann man doch nicht hinnehmen. Wir lösen ihre Probleme nicht, indem wir die hier aufnehmen. Und unsere übrigens auch nicht. Da kriegen die doch nur noch mehr Ärger. Und wir noch größere Probleme. Damit muss Schluss sein. Wir können nicht jeden ernähren. Brasilien zuerst und Gott über alles. Freunde, wir werden gewinnen. Währenddessen kommen immer noch täglich Flüchtlinge über die Grenze nach Pacaraima. Und die Regierungshilfen lassen noch immer auf sich warten. Die Krise in Venezuela treibt die Frauen auf der Flucht zum Äußersten. Bei Einbruch der Nacht prostituieren sie sich in Gruppen an den Kreuzungen.
Alle sind Venezolanerinnen. Früher waren sie Verkäuferinnen, Sekretärinnen, Hausfrauen. Eine vertraut sich uns an, mit unkenntlich gemachtem Gesicht. Ihre Familie weiß nicht, womit sie hier ihr Geld verdient. Anfangs wollte ich hier auf der Straße Kaffee verkaufen und Zigaretten. Aber das hat nicht genug eingebracht, sodass ich meiner Familie auf der anderen Seite der Grenze hätte was schicken können. Aber dann bekam ich immer wieder Angebote. Die Männer fragten mich auf der Straße, ob ich eine Prostituierte sei. Und irgendwann fällt man dann eine Entscheidung und jetzt bin ich hier gelandet. Als Mutter lässt man sein Kind doch nicht verhungern. Eine Nummer kostet 7 bis 10 Euro. Bis zu 10 Kunden hat sie pro Nacht. Regelmäßig übergibt sie einen Teil des Geldes ihrer Familie. Sieh mal, der Kunde da drüben. Letztes Mal wollte der nicht bezahlen. Wer sind Ihre Kunden? Vor allem Brasilianer, ganz besonders von der Bundespolizei oder Soldaten. Auch Leute von der Kundgebung? Ja, ich glaube, beim Aufstand waren auch einige Kunden dabei. Ich habe den Vater von dem einen erkannt, mit dem ich regelmäßig schlafe. Aber da waren noch viele andere dabei, ganz sicher. Dann ist da viel Heuchelei im Spiel. Sicher, die Brasilianer sind Heuchler. Trotz allem ist Brasilien für Flüchtlinge nach wie vor attraktiv. Es heißt, über 2,5 Millionen Venezolaner hätten ihr Land verlassen. Die meisten in Richtung Kolumbien, Peru oder Ecuador. Nicht einmal 130.000 kamen nach Brasilien. Wie viele will das Land noch aufnehmen? Alex, der junge Venezolaner und zukünftige Automechaniker, hat es wohl geschafft. Er beginnt ein neues Leben mit seiner Familie. Unterwegs ins 1000 Kilometer entfernte Manaus, der Hauptstadt Amazoniens. 24 Stunden im Bus. Alex hat dort einen Job in einer Autowerkstatt. Einmal direkt nach Manaus, bitte. Sind im 15-Uhr-Bus noch Plätze? William, 40 Euro. So viel wie ein Mindestgehalt in Venezuela. In Manaus, so hofft er, verdient er dann pro Monat 300 Euro. Ich hoffe, wir kommen voran. Dass wir als Paar noch stärker werden. Dass sie in Manaus weiter studieren kann. Dann sehen wir weiter. Für uns ist das eine weitere Etappe. Seit ich in Manaus lebe, habe ich immer nur an meinen Sohn und an meine Frau gedacht. Wieder mit ihnen zusammen zu sein, das war mein Ziel. Das habe ich geschafft. Jetzt will ich noch die ganze Familie holen. Nicht wahr, Süßer? Wir werden alle bald wieder zusammen sein, mit Großvater und Großmutter. Zehntausende Flüchtlinge sind in den letzten Monaten von Venezuela nach Brasilien aufgebrochen, um sich dort eine neue Zukunft aufzubauen. Der Aufstieg der Rechtsextremen aber ist ein Zeichen dafür, dass es mit der Gastfreundlichkeit des Einwandererlandes Brasilien bald vorbei sein könnte.